So, und jetzt gerade bei der Arbeit zu der neuen Homepage, drei Steine, viele neue Features sind hier drauf, Ausstellungen etc. Momentan überarbeite ich auch, das Lektorat wurde eingefügt, die französische Fassung wird gerade übersetzt, Englisch ist schon übersetzt worden. Das wird als nächstes eingebaut, nachdem der letzte Schritt auf der Startseite gemacht wurde. Und das ist der sogenannte Promi-Slider. Den Promi-Slider, den werde ich hier jetzt vorbereiten. Da haben wir dann Leute dabei, die ich kennengelernt habe, wie David Lloyd, den Zeichner von V von Vendetta, Extra Breit, Bernd Zabel, Leiter Literatur, Goethe-Institut oder auf dem Sofa mit Annetta Kanai. Ja, hier Beate Klaasfeld, sie ist gerade in Frankreich auch dabei, das Vorwort zu schreiben. Den amerikanischen Generalkonsul, Reinhard Kleist. Oh, ja, viele, viele mehr. Aber dann auch unter anderem die Avengers Live, die Jungs mit der Lizenz von Marvel. Sehr nett gewesen mit denen. Hier auch Audrey Azoulay, die Kulturministerin Frankreichs, damals 2016, heute Generalsekretärin der UNESCO. Und da ist zum Beispiel Enkil Bilal, der berühmte französische, serbische Comiczeichner. Wen haben wir hier noch? Promi-Slider, da Michael Madsen zum Beispiel. Darsteller aus Sin City, Pulp Fiction, den Joker hier auch, des Weiteren zum Beispiel hier Manuela Schwesig, die damals auch das Grußwort geschrieben hat in der Schulbuchausgabe, hier Timo Reinfrank, den Leiter der Amadeo-Antonio-Stiftung, Robert Lüdecke, Joscha Sauer von nichtlustig.de und viele Kollegen in dem Diorama und hier auch Sarah Wagenknecht, Franziska Giffey, Udo Lindenberg, Lars-Hendrik Tönne, den Kultusminister von Niedersachsen, Esther Bejararo, die Holocaust-Überlebende. Sie hat in dem Orchester gespielt in Auschwitz. Und Petra Pau, die Vizepräsidentin des Bundestages. Und viele, viele mehr. Hier zum Beispiel auch Dennis Kitchen und Marc Benecke. Hasnain Kasim, Nils Bokelberg, der noch gesagt hat, dieses Buch sollte Pflichtlektüre an allen Schulen werden. Petra Pau, die Vizepräsidentin des Bundestages und der Erzbischof von der Weihbischof von Hamburg. Der Flix ist auch dabei. Also bald auf dreisteine.com.